Ich bin jetzt hier mit Simone, Nia Teacher aus Süddeutschland, und ich bin natürlich sehr neugierig, wie es ist für dich, Nia online zu lernen. Ich weiß ja, du hast lange Nia gelernt und war bei vielen Ausbildungen in real, also in Person. Und jetzt erlebst du dieses Format. Wie ist es für dich? Also ich hatte damals nach meinem ersten Green Belt angefangen, Nia zu unterrichten, und ja, hatte immer mal überlegt, eben den Green Belt zu wiederholen, und dachte dann, also jetzt in dem zweiten Lockdown, habe ich so gespürt von meinen Teilnehmern, dass sie gerne Online-Unterricht hätten. Und dann dachte ich, dann verbinde ich das Ganze miteinander. Und mache den Green Belt als Repeat und beginne simultan sozusagen zu unterrichten. Und das war eine richtig, richtig gute Entscheidung. Das war super. Ah, okay, so du kannst die Tools so verwenden, dass du auch das fördert ja ein bisschen Selbstvertrauen, auch vor der Kamera zu unterrichten, ohne Menschen im Raum. Und wir erleben das Unterrichten von Nia ganz anders, wenn wir alleine sind. Ah, das ist interessant. Und wie ist diese Zeitspanne für, also das ist ja immer eine Lektion und dann eine Woche Zeit. Wie erlebst du das? Also das finde ich tatsächlich ganz wunderbar. Die Inhalte, die Lerninhalte sind so schön aufgeschlüsselt, so dass man sich entweder entlanghangeln kann oder aber manche Sachen rauspicken. Und also man kann schön in seiner Zeit und in seinem Umfeld das Ganze wiederholen. Das ist ganz wunderbar aufbereitet. Ich finde auch ganz toll, immer die Audios von der Debbie zu hören und auch neue Gedanken von ihr zu hören. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ah, okay. Also durch die Zeit gewinnst du einen noch tieferen Einblick in, was Nia zu bieten hat. Das ist ja auch schön. Du bist ja auch schon Black Belt und weiter. Und was mich natürlich berührt, Simone, ist, dass du das Format online wirklich eine Chance gegeben haben, weil wir sind ein bisschen verwöhnt mit diesen 7 Tage zusammen und wir erleben es. Und da finde ich, du hast sie richtig Courage gezeigt. Wir sind ja dann auch verbunden global. Also die Unterrichtssprache ist ja oft in Englisch. Wir haben französische Teilnehmer aus Mauritius, aus Belgien und aus Amerika. Ich habe auch so ein Gefühl für mich, dass wir dadurch auch einen globaleren Sinn haben in das, was wir machen. Ja, definitiv. Also das ist sicher für mich auch so. Die Greenbelt-Gruppe ist wunderbar zusammengewürfelt. Schon erfahrene Teacher und welche, die eben den ersten Greenbelt machen. Ja, ich freue mich jeden Freitag einfach auf die 2 Stunden einzutauchen und dann wieder in der Woche in meiner Zeit zu lernen und zu wiederholen. Ah, sehr schön, das alles von dir zu hören. Und ich hoffe, dass wenn jemanden das hier sieht und hört, Mut gewinnen kann, dieses Format auszuprobieren und ein Green Belt oder einen anderen Belt besuchen. Der Format ist 2 Stunden Lektion live jede Woche und dann eine Woche Zeit für sogenannten Hausaufgaben. Aber die sind ja Nia-Hausaufgaben, die bringen ja alle Freude, nicht wahr? Ja, und das Tolle ist eben, finde ich, dass ich jede Lesson, also wenn es jetzt in einer Lesson um die FAMs geht, Flexibility, Agility, Mobility, Strength and Stability, dann nehme ich das direkt als Fokus für meine Stunde. Und so habe ich noch einen doppelten Benefit. Ah, oh, wow. Also. Cool. Vielen, vielen Dank, Simone, für diesen Mut machen. Und natürlich, ich freue mich auf Freitag, dann sehe ich dich ja live. Ein paar Lektionen haben wir noch in deinem zweiten Green Belt. Vielen, vielen Dank. Danke dir.